Und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar mal etwas anderes. Ich wurde von Koitube getaggt für die Liebster Award Challenge. Ich muss jetzt 11 Fragen von ihr beantworten, danach 11 eigene Fragen stellen und 11 YouTuber taggen. Ja, ich habe das Video jetzt bestimmt schon 10-mal gemacht, aber ich bekomme das nicht hin. Es tut mir leid. Fangen wir einfach an. Diesen Satz werde ich noch oft hören. Frage Nummer 1. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ganz einfach aus Langeweile. Und weil ich fand halt diese Videos toll und ich wollte auch so ein Video machen und habe es halt gemacht. Zwar nicht gut, aber egal. Frage Nummer 2. Wie lange machst du schon YouTube-Videos? Ich seit 2012. Es müsste August 2012 sein. Ich glaube schon, ja, doch, ja. Ja, jedenfalls, ja. 2012. Ich glaube, ich habe alle Videos von 2012 auf meinem alten Kanal. Ich habe jemanden auch komplett. Egal, egal, egal. Jedenfalls, diese Videos waren alle auf meinem alten Kanal. Darum. Den Kanal, den gibt es auch noch gar nicht so lange wie den alten Kanal. Ja. Also Frage Nummer 3. Wer ist dein Lieblings-YouTuber, deine Lieblings-YouTuberin und warum? Ja, das ist eine schwere Frage, weil ich habe eigentlich sehr viele YouTuber und YouTuberinnen, die ich mag. Und ich mag das Wort YouTuber und YouTuberin irgendwie nicht. Weiß nicht warum. Das hört sich irgendwie komisch an. Jedenfalls, ich habe zwischen meinen drei Lieblingen entschieden und bin zu Kruz gekommen. Weil Kruz toll ist und ich Kruz mag. Ja. Und ja, ich frage es nur, warum. Ja, warum? 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 Weil. Er ist halt kurz. Und er spielt South Park. Und das ist ein Grund, ihn zu mögen. Alle, die South Park, okay, nicht alle. Kurz ist nur kurz. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, er ist toll. Geht zu ihm, guckt ihn an, abonniert ihn, habt ihn lieb. Und wir sind alle glücklich. Yay! Kennt ihr ihn überhaupt? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr kurz kennt. Oder auch nicht. Frage Nummer 4. Wie ist deine Meinung über die Otaku-Cosplay-Szene? Diese Frage ist sehr schwer. Ich komme damit nicht klar. Und zwar, also ich bin ein Otaku. Aber ich kenne Otakus, aber ich habe irgendwie keine Ahnung über die Otaku-Szene. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin doof. Also den Teil der Szene, den ich kenne, finde ich gut. Ich mag den Teil. Es gibt bestimmt auch einen bösen Teil, aber meine Meinung ist jedenfalls über den Teil, den ich kenne, gut. Und über die Cosplay-Szene habe ich eigentlich ziemlich wenig Ahnung. Ich habe ein einziges Mal gecosplayt und habe herausgefunden, dass ich für Cosplay total nicht geeignet bin. Und ja, ich weiß nur, dass Cosplay-Szene kann auch böses sein. Aber ich habe sonst keine Ahnung. Frage 5. Deine schlimmste Erfahrung in der Otaku-Cosplay-Szene? Ich muss sagen, mir fällt keiner ein. Ich keine Ahnung, ob ich es verdrängt habe, ob ich vergessen habe, aber mir fällt keine total schlimme Erfahrung jetzt ein irgendwie. Ich weiß da so eigentlich nichts. Ich müsste jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten nachdenken, um darauf eine vernünftige Antwort zustande zu bringen. Nein. Ich sag einfach, nein, ich habe einfach keine. Ich wüsste momentan jetzt so keine Erfahrung, die ich total schlimm finde. Oder? Ich muss kurz nachdenken. Einen Moment, ich pausiere das Video jetzt. Boah. Nach stundenlangen Überlegungen bin ich dazu gekommen. Mir fällt nichts ein. Machen wir weiter. Frage Nummer 6. Deine schönste Erfahrung in der Otaku-Cosplay-Szene? Ja. Ich habe keine Ahnung. Die Dokomi. Sag die Dokomi. Ja. Die Dokomi. Alle Dokomis. Ich mag alle Dokomis. Die waren alle gut. Für mich. Mehr weiß ich da auch nicht sonst. Nö, sonst ist da nichts. Ja. Frage Nummer 7. Gibt es einen Anime-Manga, den du total schrecklich findest? Ja, gibt es. Und zwar Highschool-DxD. Ich könnte jetzt Millionen Gründe aufzählen, warum ich diesen Manga und auch den Anime nicht mag. Ich habe mir einmal den Anime angeguckt, weil der kommt ja auf ProSieben Max abends. Und ja, was soll ich sagen? Brüste, 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 nackt. Das muss ich mir nicht antun. Wahrscheinlich für alle Jungs der Himmel auf Erden. Für mich aber nicht. Darum, ich mag das nicht. Ich hab sogar den ersten Band davon gekauft. Ich habe ihn, glaube ich, schon verkauft. Ist auch gut so. Ich will ihn auch nicht mehr haben. Ich weiß nur.
dass das nicht meins ist. Ich mag zwar edgy, aber das ist mir schon zu viel. Ja. Das, also, ja. Mögt ihr vielleicht Highschool DxD? Ah. Frage 8. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ganz einfach. Nirgendwo. Ich muss sagen, ich hasse es, über die Zukunft nachzudenken. Wie die Pest. Darum stelle ich mir da auch überhaupt nichts vor. Und, also, ich habe gar keine Vorstellung davon. Ich könnte nicht mal sagen, wie ich mich morgen fühle. Wahrscheinlich werde ich heute noch mal fahren oder sowas, ey. Keine Ahnung. Frage 9. Hast du ein Vorbild? Wenn ja, wer ist es? Ich denke mal, dass wir jetzt von einem Vorbild, ausgehend von einem Zeichenvorbild, darum mein Vorbild, die ist eindeutig meine Mutti, weil sonst, keine Ahnung. Ja, meine Mutti. Frage 10. Was spornt dich im Leben an? Das Zeichnen. Ja, das Zeichnen. Es ist eigentlich wirklich nur das Zeichnen. Es ist, ja, super, oder nicht? Wenn ich schlecht gelaunt bin, zeichnen. Wenn nicht, zeichnen. Wenn das ist, zeichnen. Das ist zeichnen. Immer zeichnen. Hauptsache zeichnen. Ohne zeichnen wäre ich schon längst tot. So, Frage 11. Findest du diese Challenge nicht auch schrecklich? Ja. Ja, das waren die 11 Fragen. Keutube, wenn du das gesehen hast, es tut mir wirklich leid, aber ich bin einfach zu blöd dafür, das zu machen. Und entschuldige mich für alle, die ihre Zeit ist mit verschwenden, muss ich die ihre Zeit ist mit verschwendet haben, dieses Video anzugucken. Ja. Meine 11 Fragen sind: Nummer 1, Manga oder Anime, was magst du lieber? Nummer 2, feierst du Halloween? Wenn nicht, du bist so gut wie tot. Frage Nummer 3, wer ist dein Lieblings-Superheld? Frage Nummer 4, warum machst du YouTube-Videos? Frage Nummer 5, welchen YouTuber hast du und welchen YouTube hast du und warum? Oder YouTuberin? Frage Nummer 6, hast du einen Lieblingsstift? Frage Nummer 7, wie lange zeichnest du schon? Frage Nummer 8, magst du South Park? Frage Nummer 9, wie alt bist du? Frage Nummer 10, ohne was, wen könntest du nicht leben? Frage 11, warum zeichnest du? Und ich tagge natürlich Cessia Ars, Chancelavar, ich hoffe mal, das ist richtig ausgesprochen, Chancelavar. Julie Blueberg, Yukaru, David Saftsack und eigentlich einfach den ganzen Zeichenclub. Viel Spaß dabei. Macht es nicht. Wenn euch das in entferntesten Sinne gefallen hatten sollten, tuten, lasst doch einen Daumen hoch da. Wenn nicht, einen Daumen runter. Von mir ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Video oder auch nicht. Und tschüssi.